gut ist dabei sein, frei sein, fly sein. Ja, viel Spaß. Noch eine Runde. Ist Tibo jetzt mit drin? Ey. Noch nicht. Ich muss das noch laden. Macht ruhig eine Runde ohne mich. Danke für deinen anhaltend asozialen Content. Das ist aber auch ein Kommentar der ganz besonderen Art, oder? Das ist aber auch ein Kommentar der ganz besonderen Art, ne? Gott, was war das denn? Holy shit. Was war das denn? Hä? Okay, let's go. Nee, wir machen das irgendwann, ne? Irgendwann machen wir das, ne? Fazit aus Specimen raus mit Flesk rein. Hallo. Tim Horace. Ich habe Tim Horus gefunden. Und zwar, wenn man aus O2 rausläuft unten. Bei dem Ausgang. Okay. Wie alt ist der Kill? Das weiß ich leider nicht. Noch nicht alt, mit Happen, maybe die Information? Nee, leider nicht. Ich war nicht mehr Lifeline. Aber ich kann Jeff und Pazzi rausnehmen, glaube ich, oder? Ich bin aus Specimen gekommen. Ja. Ich war da mit Bart, bin an Lifeline gegangen, da war er tot. Ich habe null Infos. Ah, okay, ja. Er war schon tot. Oh no. Tiki ist raus. Wenn der Kill wirklich frisch ist, glaube ich, kann ich Franz rausnehmen. Also ich war in der Lifeline und dann ist Licht ausgegangen, dann bin ich nach unten in Richtung Specimen gelaufen, da kam mir Bart entgegen, dann kam mir Jeff entgegen und dann bin ich mit Terste da reingelaufen, vor waren Timothy und Terste in der Lifeline, da war aber noch niemand tot, also die Person ist nicht alt. Du warst auch da, ne? Ja. Ich würde schätzen, der Kill ist Fazit unter 8 Sekunden alt. Unter was dann nämlich schwierig ist halt, weil Tim Horus, also er liegt ja vor O2 dann und vorm Ausgang, weil er stand nämlich, als ich aus O2 raus bin, stand Tower Müll und Tim Horus stand unten an der Pylone. Aber das ist auch jetzt schon wieder gute 15 Sekunden locker her. So alt kann der Kill nicht sein. Ich war vor 10 Sekunden. Okay. Ich würde schätzen. Aber du bist ja nicht weit gekommen. Ja, ja, Chantau, wo bist du hin? Na, ich bin an Lifeline mit Shelly. War Vespa irgendwo, noch einen Zwischenstopp weil der gemacht ist gerade Weapons, lower Specimen. Rein. Ja, genau, du bist mir entgegengekommen. Aber ist ja erst vor kurzem. Ja, ich hab dich gesehen, Bart. Da waren nur alle am Leben. Und dann bin ich ins Specimen rein. Wir können ja eigentlich relativ viele rausnehmen. 5 Leute oder so. Jawohl. Ja, der erste Bart, Jeff. Chantau, du. Ja, Pazzi. Timmy ist nach rechts raus, sprich auch ja unwahrscheinlich, dass der V2 getötet hat. Shelly, als Chantau mit dir an Lifeline war, war da der Kill schon da? Ist auch safe. Ich bin nicht an die Lifeline gekommen, bis dahin habe ich es nicht mehr geschafft. Wir sind kurz vorher, wir sind am PC dran. Kerst ist auch raus, by the way. Aber ich habe dich halt, ich habe dich nicht gesehen, weil ich war ja, du standest noch in O2, ich bin aber in Weapons, habe noch die Dinger abgeschossen. Wann bist du denn nach Weapons hin? Nach Weapons? Ich bin jetzt in O2 und hier bin ich jetzt mit Franz am Licht. Weapons wollte ich nur ganz kurz rein, hab gesehen, ich habe gar keine Aufgabe, bin direkt wieder raus. Also ich war da in keiner Sekunde. Ich hab ihn vor O2 gecrossed. Nein, ich bin nicht. Nein, ich, Quatsch. Nein, ich war da vorher schon 10 Sekunden mindestens in O2 und bin jetzt am Licht. Ich hab das noch nie gemacht, ne? Ich hab noch nie Plätzchen gebacken, ne? Ich hab das auch safe nicht drauf, ne? Also entweder Hahn oder halt, Chantau, ne? Was macht der denn? Hä? Hä, was macht der denn, Alter? Gott. Hä, warum folgt der mir die ganze Zeit?
Was macht der denn? Ach du Scheiße. Wo will er hin? Direkt neben meinem Ofen in meinem Village House. Ich bin Minecraft Villager. Chantau liegt im Gang unten bei ne? O2? Genau. Nee. Specimen? Der Deacon, ja, Specimen, genau. Ist oh, Franz. Nö, war Chantau noch am Leben. Deswegen, ich bin an der Lifeline. Nee, gelaufen. Wir waren an der Lifeline. Und da ist Chantau gerade gestorben. Und dann kam Franz aus Lower Deacon raus, da stand ich, Shelly und Terste im Admin-Table. Da kannst du mir gar nichts erzählen, Franz. Also ich habe euch am Admin-Table gesehen, aber ich wusste noch nicht, dass Chantau gestorben ist. Aber Chantau war auch gerade in der Nähe, ne, bei dem Kill eben, weil der auch O2 war. Hane, der gesagt, der war Electrical O2 mit Franz. Ich habe Light gefixt. Das hat er wirklich. Also ich bin da gerade reingekommen und dann, also ich ging gerade an. Schon so 8 Sekunden alt. Ja. Oh. Wäre potenziell möglich. Ist jetzt noch kein Grund zu voten, aber wir können es gerne im Kopf behalten oder ich teste 8. das einfach mal. Ich will eine Sache noch eben. Was testest du? Modes, natürlich, das sind die einzigen Infos, die wir haben. Ich hab, weil, ich weiß nicht. Wollen wir über diese Runde reden oder über das von letzter Runde? Weil letzte Runde hat mich eine Sache verwirrt. Ich war mit Jenny, noch jemand, ich weiß nicht, wer es war, kann Franz gewesen sein, und noch wen in O2. Dann ging Licht aus. Keine Ahnung, wo Jenny hingelaufen. Ja genau, Chantau war es. Licht war aus, ich bin da hingelaufen, halt zum Licht, hab's ja dann auch, also Franz hat's gefixt, ich war dann da. Und wenn die Leiche nicht so alt ist, dann kann's doch Shelly gut gewesen sein, oder nicht? Ja, aber Shelly und Chantau nehmen sich ja gegenseitig raus und Chantau ist es ja anscheinend nicht. Und Hahn nimmt Shelly Franz raus. Shelly und Chantau waren zusammen an Admin. Hahn nimmt mich raus, ich habe Hahn aber nicht gesehen. Für den einen, also halte ich für unwahrscheinlich, doch, weil er mit mir vorher O2 war. Oder ihr deckt euch einfach gegenseitig. Also von dem Kill von eben, da wurden ja nur... Drei Leute kommen dann nur in Frage. Hahn, Franz und Shelly, glaube ich. Ja, theoretisch. Ich war aber eigentlich kurz vor der Lifeline. Jeff müsste mich theoretisch gesehen haben. Ich hab deswegen, es passt vom Timing an sich nicht. Ah, okay. Aber ich hätte auch nicht callen können, dass Jeff halt an der Swipe Card oder dieser Boarding... Ich habe nicht drauf gewotet. Er hat nur 2 Votes. Das ist schon wenig. Ja, ich habe ihn gewotet und ich bin kein Imposter. Ich habe nicht gewotet. Ich renn mal Franz hinterher. Ach ja, Franz. Oh, ich hab's. Ach ja, Franz. Ich hab mich so schnell genug, aber scheinbar ja schon. Ja, ja, ich bin nicht tot. Ja, du bist nicht tot. Ja. Ich bin nicht tot. Franz, das ist schon sehr lustig. Nein, ja, also, tut mir leid, ne? Franz ist ja der Killer, ja. Ach, böse Katze. Bist du jetzt um, oder was? Bitte? Was nochmal? Ob du es jetzt umdrehst, oder was? Genau, ja. Wow. Ach, guck mal, jetzt macht er den Move. Ja. Jetzt macht er den einfach Move. Trotzdem 50-50 machen einfach beide raus. Aber guck mal, das macht also pass auf, warte mal, das macht ja keinen Sinn, ne? Also, weil Franz, Franz hat ja mich reingestochen, er weiß ja auf jeden Fall, ich bin Time Master. Er war halt vorher sus, er hat sich jetzt halt einfach irgendwie extra selber gekillt, ne? Damit er jetzt halt mich noch rausvotet, ne? Das Problem ist, Franz ist halt so jemand, der würde auch tausender EQ Mindgames machen, aber wäre es nicht smarter, einfach die andere Person mitzunehmen, damit der andere noch ein bisschen bessere Chance hat. Ja. Also nee, ich meine, wäre es nicht smart, einfach den Time Master zu wollen, dann potenziell noch eine andere Person zu guessen. Ja, ja, eigentlich halt, schon. Oh. Ja. Okay. Okay. Du Maschine, Alter. Also, das müssen wir mal erklären. Ja. Das war natürlich auch gut, Junge. Natürlich auch sehr gut. Kurz ohne ein Wort zu sagen, einfach macht der Ende. Das verstehe ich nicht, aber Morphin... Wie sie alle die ganze Rätsel so, ah oh ja, wie hat Franz wollte alles Hass machen, wenn sie selber schießt, ich stehe so, Ja.